So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir befinden uns hier mitten in München auf einem Marktplatz Richtung Marienplatz, irgendwas hin und her. Guck mal hier, da gibt's Nigin, afghanische Küche, alles dabei. Wir haben uns jetzt hier versammelt, weil wir einen Community Raid machen wollen, denn bei uns ist heute Donnerstag, Raid Boss Wechsel. Das Video werdet ihr wahrscheinlich erst am Montag sehen. Zapdos geht aus den Raids raus, Lavados kommt in die Raids rein. Und hier ist die St. Michaels Kirche, die können wir euch mal zeigen, wenn wir das mal rumdrehen. Das ist die Kirche, das ist die Arena, das sieht auf jeden Fall richtig brutal aus. Da möchte ich jetzt natürlich wieder 5 Leute einladen, beziehungsweise 10 Leute einladen, selber auch mitmachen. Mit dem Ivar Mild-Account wahrscheinlich. Ich habe es schon in Community-Tab gepostet. Ich laufe mal zu den anderen, die sitzen nämlich im Schatten. Dann lese ich euch gleich auch noch vor, wer alles mitmacht. Und dann gucken wir mal, ob wir ein gutes Lavados bekommen oder ob ein Shiny dabei ist bei einem von den Accounts oder ob einer von euch ein Shiny bekommt durch den Community-Raid. Hannes ist auch da, den zeigen wir euch auch gleich. Aber jetzt erstmal gucken, wen wir alles einladen können. So, ich stehe jetzt hier mitten am Baum. Ne? Guck mal einen Baum an hier. Da steht sogar Predator drauf. Ich weiß nicht, was sie hier machen. Da steht auch Sophie, aka Voldi. Da ist Wapp, da ist Poppy, da ist alles drauf. Das ist der Baum der Sünde. Guckt euch den an. Der sieht richtig genial aus. Der hat dicke, fette Wurzeln. Und hier drüben. Pass mal auf, wen wir da haben. Da ist der Hannes. Den Rest dürfen wir nämlich nicht zeigen. Aber wir wollen ja jetzt Leute einladen hier zu dem Raid. Deswegen gehe ich jetzt mal hier aus der App raus. Beziehungsweise ihr seht, der geht in 10 Minuten auf. Das ist hier diese Kirche. St. Michael's Church. Das ist also Englisch sogar. Wenn wir jetzt hier rausgehen, gehen mal auf YouTube, drücken aufs Profil, mein Kanal, in den Community-Tab. Haben wir den gepostet, ihr habt dann noch eine Konda-Liste, dass ihr seht, was gut ist gegen Lavados und was nicht. Am besten natürlich Ramaidon, das ist der beste Angreifer. Mit Katapult Steinhagel, ansonsten nehmt einfach Gesteins-Pokémon mit Gesteins-Attacken, haut alles drauf. Auch bei den Kryptos ist das alles dabei. Bis auf Mega Ampharos mit Elektro, könnte man auch machen. Hier ist der Raid gepostet, 11.15 Uhr. Wir gehen mal hier drauf, 12 Kommentare. Und wir haben Bierschanga, ist wieder auferstanden, ist wieder am Start, aus dem Garten zurück in die App rein. Bierschanga, wir haben Lars 2607, wir haben Shenaya, wir haben Wicke da und wir haben Marco auf dem einen Account. Chill Boris haben wir nicht, der ist zwar der 4. Eingetragene gewesen, aber der kann nicht lesen. Schreibt bitte euren Trainercode und den Trainernamen in die Kommentare. Chill Boris schreibt einfach Chill Boris. Er weiß überhaupt gar nicht, mit welchem Account man einlädt. Wie soll ich ihn denn adden, wenn er seinen Code nicht angibt? Ist deshalb nicht dabei. Und auf dem anderen Handy haben wir Matzofix. Wir haben Fanraid, Go AMK, Hikaru, Diana und Niklas. Henry Niki leider zu spät. Wir werden ihn jetzt gleich mal machen, wenn der aufgeht. Ne? Es sind immer noch 8 Minuten knapp. Ich weiß gar nicht, ob ich hier stehen bleibe bei dem Baum. Der Baum sieht eigentlich gut aus, oder? Würdet ihr hier bei diesem Baum raiden? Das ist eine gute Kulisse. Ich glaube, ich setze mich dann einfach gleich hierher und prügel den Baum des Lavados kaputt. Hannes ist immer noch am Start. Da steht You Lose. Das hoffen wir natürlich nicht, dass ihr jetzt den Raid verliert. Wir laden gleich ein, wenn der aufgeht. Und dann gucken wir mal, ob jemand ein Shiny hat. So, ihr seht schon, ich bin komplett schwarz. Ne? Es sind noch 20 Sekunden. Ich gehe mal mit dem Hauptaccount hier auch. Also Hauptaccount in Klammern. Ich gehe mal mit dem Aufnahme-Account auch hier drauf. Es sind noch 12 Sekunden. 2 Leute haben jetzt eben gerade noch gefehlt. Der Marco und Wicketer haben, glaube ich, gefehlt. Die haben noch nicht angenommen. Ich sehe jetzt, wenn ich einlade, ob die angenommen haben oder nicht. Ich werde mich auch gleich nochmal umsetzen, dass das halt von der Belichtung her besser aussieht und ich nicht mehr so schwarz bin. Wir gehen jetzt hier drauf. Private Gruppe. Machen das hier auf. Einmal hier einstellen. Brennt, gelb, fett. So. Wir laden ein. Diana, Niklas, Hikaru, Fanraid, Go AMK, Matzo Fix. Und hier drüben. Bierschanga, Shenaya,
und Lars. Wicketa und Marco haben nicht angenommen. Selbst jetzt haben die immer noch nicht angenommen. Kann ich also nicht einladen. Brenngelb Fett ist der Gruppencode. Wir gehen mit dem hier auch mal rein. Hannes, du bist drin? Jo. Super. Das heißt, ich kann jetzt nochmal drauf drücken. Es ist keiner mehr da. Ihr seht, ich habe nur diese drei Leute. Mehr kann ich nicht einladen. Die anderen haben leider nicht angenommen. Jetzt schiebe ich das mal hier rüber zum Hannes. Euch nehme ich jetzt mal in die Hand. Setz mich jetzt, pass auf, einfach mal hier auf die Wurzel. Jetzt kann ich nämlich gemütlich hier am Baum sitzen und den Raid machen. Ich könnte theoretisch auch noch zwei Leute einladen. Alles, was du willst, ist online. Ansonsten ist keiner online. Wir laden mal Ramses der Dicke ein. Vielleicht macht er ja auch mit. Grüße an Ramses, wenn du das siehst. Richtig genial. So, da sind die zwei Special Guests, die man nicht sehen darf. Da ist Hannes, der Schwarze. Da sind die Füße. Ansonsten seht ihr schon, der Account hier hat zwar einen Ramaidon, aber nur mit 2900 und nur der Hälfte an Energie. Ich habe auch keine Beleber mehr, ich habe auch keine Tränke, ich habe gar nichts. Ich kann damit leider nichts mehr machen, aber wir haben Terrakium und Despo da drin. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Despo da Katapult und Steinkante hat. Mhm. Im Endeffekt hat es jetzt bis Knirscher und es hat es einfach so aus Spaß ausgewählt. Es geht direkt gleich los. 10, 11, 12, 13, 14 Leute müssten wir eigentlich sein. Wir sind 11, 2 fehlen, 11, 12, 13. Es fehlt trotzdem selbst einer von den Eingeladenen, so wie das ausschaut. Wer jetzt eingeladen wurde und es nicht reingeschafft hat, schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt es halt auch nicht. Ich weiß es nicht. Und warum hat Marco nicht angenommen? Warum hat Wicketa nicht angenommen? Wicketa hat eben noch so einen schönen Kommentar geschrieben. Bester Mann, hier immer am Machen, so ähnlich, ne? Und du lebst Pokémon Go. Aber er nimmt nicht an, also was soll ich machen? Ihr seht auch, wie schnell das runtergeht. Kaum hast du angefangen, ist das Ding schon wieder besiegt. Was? Meine zwei haben sich vor allem, du sitzt am nächsten am Hotspot, ich bin 3 Jahre weg. Aber ist ja nicht schlimm. Hauptsache, die haben eingeladen, der Rest ist egal. Hannes, sag mir gleich mal, wie viel WP deins hat, dass wir vergleichen können. Auf den kleinen sieht man ja jetzt leider nichts. Ich glaube, 1960 muss es haben oder sowas. Oder 1980. 6 Sonderbonbons. Wir sehen jetzt gleich hier, wer auch mitgemacht hat. Lars, kampfstark, Fernraid Go AMK aus der Ferne, Eiver Scharf hat einen coolen Look. Hikaru, letzter Angriff. Ich gehe mal drauf. 24-13, das müsste sogar mit Wetterboost sein. Es ist kein Shiny, aber mit Wetterboost 24-20. Jetzt habe ich in Berlin ja einen Griff gelernt, dass ich das Handy theoretisch so nehmen kann und trotzdem mit der anderen Hand werfen kann. Wir probieren das jetzt mal hier aus, wenn wir das so halten und so versuchen, die Bälle drauf zu werfen. Ich habe die Kamera und das Handy jetzt beides in einer Hand. So, dann müsst ihr die Kamera nämlich auch nirgendwo abstellen. Ich sollte vielleicht warten, bis er runterkommt und unten werfen. Die Vögel sind halt wirklich beschissen, man muss es so sagen. Wartet drauf, wenn die Alga reinkommt. Die Alga ist so einfach zu werfen, ist so einfach zu fangen auch. Der hängt halt einfach immer nur unten rum und chillt sein Leben. Die Vögel hängen in der Luft rum, die Vögel gehen hoch, die Vögel gehen runter, die Vögel greifen permanent an, die zappeln die ganze Zeit rum. Es ist kein Zapdos, es zappelt trotzdem. Jetzt war es wieder zu kurz. Jetzt war es wieder daneben, also vielleicht sollte man doch auf großartig gehen, wenn man es schon nicht schafft, auf einfach fabelhaft zu werfen. Kann ich verstehen, dass so viele sagen, dass es den abgehauen ist. Der war auch wieder zu doll, der ist zu weit hintergeflogen, der war im Prinzip drüber. Wir müssen also jetzt wieder kürzer werfen, aber jetzt geht er ja wieder hoch. Er ist ziemlich weit unten, großartig. Das ist kein einfach fabelhaft, das ist nur großartig. Und er ist auch wieder rausgekommen. Wir haben noch 7 Bälle. Moment. Er ist noch hier unten. Wieder großartig. 1, 2. Er kommt raus, beim ersten sogar. Es war nicht mal 2.
Wir curven ein bisschen, aber wir curven immer so, dass er hier unten auftaucht. So, er ist unten angekommen und er fliegt direkt wieder hoch. Wir curven noch ein bisschen, wir curven weiter, bis er wieder runterkommt. Er ist wieder unten angekommen, wir werfen diesmal einfach fabelhaft. Es bleibt auf jeden Fall spannend, denn er ist wieder rausgekommen. Wir haben noch 4 Bälle. Theoretisch dürftet ihr den Kreis jetzt nicht mehr verstellen. Wir verstellen den Kreis nicht. Wir warten jetzt wirklich mal, bis er unten angreift. Er geht wieder hoch. Wir haben nicht mehr viel Bälle. Er ist oben, er greift oben an. Das bringt uns nichts. Wir warten, bis er unten angreift. Wir haben ungefähr jetzt raus, wie doll wir werfen müssen. Nämlich nicht zu doll. Nicht zu kurz, nicht zu lang. Das ist so ein Mittelding bei Lavados. Wir warten also, wir warten. Er geht wieder hoch. Er ist wieder unten, er muss nur angreifen. Er muss einfach nur mal angreifen. Er geht wieder hoch. Ich hasse die Vögel, ich hasse die wirklich komplett. Warte, bis du einen Shiny hast, dann kannst du es fangen, da passiert nichts. Ansonsten, das ist ein Angriff. Wir werfen einmal und es war zu kurz. Der Ball ist wieder unter den Kreis gegangen. Er hat nicht in den Kreis getroffen, aber es ist drin. Es ist drin, es hat gereicht. Fange 200 Pokémon, da ist noch irgendeine Aufgabe auf dem Account. Wir bewerten es mal kurz mit 24,20. Das hat 10, 10, 13, 14. München, Bayern, Deutschland. Also wir sind hier wirklich vor Ort, ne? Hannes, hast du deins gefangen? Ja. Haben wir uns nichts vor. Hannes der Fänger, Hannes fängt alles. So, ansonsten, so sieht es gerade aus hier in München, ne? Wenn wir uns mal die Umgebung noch angucken. Da ist noch ein 5er Raid, 11.30 Uhr, der geht in 7 Minuten auf. Mega Taubos ist am Start, hier ist alles blau, überall blaue Arenen. Hier hinten geht es ein bisschen lang, da drüben sitzt ein Relaxo drauf. Hinten ist mal ein bisschen was rot, aber ansonsten eine gelbe Arena in der Umgebung. Überall Stops, die nicht gedreht sind. Das sieht auf jeden Fall gut aus und halt alles blau. Blaue Arenen, blaue Stops, das war's aus München. Das war der Community Raid mit Lavados. Habt ihr ein gutes bekommen? Schreibt es mir in die Kommentare. Habt ihr ein Shiny bekommen? Schreibt es in die Kommentare. Ich grüße dich, Hannes. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.